Wer mein Video angeschaut hat, wo ich zum ersten Mal mit meiner Baikal 161K auf der Range war, dem ist vielleicht aufgefallen, dass es hier und da mit dieser Büchse beim Nachladen der Magazine etwas zu hakeln scheint. Nun, das ist nicht unbedingt unnormal. Man darf eines nicht vergessen. Die Magazine für eine KK-Büchse sind im Regelfall verhältnismäßig klein. Wenn ich mir also so ein kleines Magazinchen hier angucke, das muss ja irgendwo reingeschoben werden. Die Öffnung ist nicht sonderlich groß, wenn wir die Büchse mal zur Hand nehmen. Das ist nicht wirklich groß, sondern haben wir hier hinten diese Spange. Viele KK-Büchsen haben eben keinen Druckknopf, wie es bei der Pistole der Fall ist oder bei einem AR, sondern haben eben diese Halteklammer hier hinten. Das macht es nochmal ein ganz klein wenig schwieriger. So, dann spielt natürlich in diesem Moment auch die Magazinlänge, also Magazinform, eine Rolle. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben bei dieser Baikal so eine leichte Bananenform, so eine leichte Rundform. Und die ist natürlich ein bisschen schwieriger einzuführen als ein geradliniges Stangenmagazin à la AR oder wie bei einer normalen halbautomatischen Pistole. Warum ist das Thema des Nachladens denn so relevant? Nun, ganz einfach. Auf der einen Seite möchte ich ja mit dieser Büchse PP1 NPA schießen. Da habe ich Zeit zum Nachladen. Das ist nicht so schwer. 2x6 Schuss in 120 Sekunden, da kann ich sogar die Bohnen im Einzelladermodus verschießen. Das ist nicht das Thema, nein. Wir möchten auch probieren, das wird ein Feldversuch werden, und versuchen das auch ein bisschen zu pushen, über die Disziplin DKS-2 EPP Rifle zu schießen. Und wer mein Video zum Thema EPP gesehen hat, der weiß auch, die erste Sequenz, die erste Station hat es halt in sich. 2x5 Schuss in 15 Sekunden einschließlich Nachladen. Und da muss man halt schon ein bisschen schneller sein. So, und da kommt das schnelle Nachladen zum Tragen. Wie das tatsächlich funktioniert, das werden wir erst sehen, wenn wir es mal live unter Stressbedingungen getestet haben. Aber mal schauen, ob ich es so auf die Schnelle letzten Endes hinbekomme. Wenn man mal im Anschlag steht, bam, 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 Magazin raus, neues Magazin geholt, rein, rein, zack, zack, bam, 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 bam. Ihr seht, es geht schon. Man muss es halt nur üben. Das Relevante bei dieser Büchse für das Nachladen als solches ist halt tatsächlich der Winkel, in dem ich das Magazin einführe. Ich muss auf der einen Seite hier hinten diese Spange nach hinten drücken. Dann muss ich aber auch das Magazin im richtigen Winkel dann hinterher schieben, weil ich kann es nicht geradlinig nach oben schieben. Ich muss es in einem leichten Vorwärtswinkel dann reindrehen. Und das ist das, was man halt einfach üben muss. Aber das kann man ja wunderbar zu Hause im eigenen Keller machen. Und dann auch hier und da mal auf der Range einfach mal langsam, um zu gucken, verhält es sich ein bisschen anders, wenn Murmeln drin sind. Das muss man einfach mal schauen. Aber es bleibt spannend. Und ich bin der festen Überzeugung, auch mit solchen Waffen kann eine sonst großkalibrige Disziplin wie EPP und EPP Rifle richtig, richtig Spaß machen. Und wir werden das testen. Und mit ein bisschen Glück und mit Erlaubnis werde ich auch die Kamera dabei haben. Und dann werden wir mal sehen, wie sowas dann ablaufen kann. In diesem Sinn, macht's gut.